Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit der neuen Folge von Heavy Rain. Also in der letzten Folge haben wir einen Verfolgungsjagd gemacht und wir sind jetzt auch mitten bei. Also mit dabei, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja Leute, da würde ich mal sagen, lasst uns nicht so lange quatschen und wir fangen direkt an. Wo bist du? Wo bist du? Wow! Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Katz und Maus. Mittwoch, 1928, 57 Millimeter. Was haben wir hier? Asthma? Einmal trinken. Ah, was haben wir da? Was ist denn das? Was ist da unten? Okay, aufstehen. Ah, Sean? Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Erschöpfung? Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Untersuchung? Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Asthma. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf.
Ah, was haben wir da in der Kommode? Ah, ein Badezimmer. So zwei Wasserhähne. Oh, einmal Pinkel. Einmal spülen natürlich. Oder doch nicht. Den brauchen wir nicht. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Klar. Trinken? Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Lorraine? Ich habe nicht damit gerechnet, Sie nochmal zu sehen. Was will sie? Wo soll ich's? Wo gibt es denn was zu trinken? Okay, doch nicht. Sorry, kein Drink. Oh Mann, nein. Wo ist denn was zu trinken? Ich weiß nicht. Spiel ist irgendwie verrückt.
Ach, da. Danke. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Nicht wundern, Leute, das ist nur meine Katze. Abgeschickt aus dem Carnaby-Bezirk. Ein Tag vor Johnnys Verschwinden. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Deutlich? Die Antwort ist nein. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Das ist gefährlich. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Partner. Jetzt arbeiten wir mit dieser Prostituierte. Besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Was tut ihr hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Info? Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Lauren? Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Thank you.
Gordy? Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Finden? Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Gordy? Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Durstig? Wenn ich schon hier bin, könnte ich auch was trinken. Mädchen? Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Party? Alkohol, Weiber und Koks. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Mädchen? Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Einmal Hände waschen. Einmal pinkeln. Spülen. Vorbeigehen? Verzeihung. Hey, kein Zutritt hier oben. Bestechen? Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde deine Kohle gleich sonst wo hinstecken, Mann. Hau ab, ich nehm nichts. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Vielleicht kann mir Lorraine helfen.
regeln. Ja, bitte. Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald Sie weg sind. Hey, Lauren! Okay, wir können jetzt durchgehen. Die zwei Gorillas und mein Besuch bei Gordy. Gordy muss irgendwo hier oben. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Wir müssen sie rausschaffen. Okay, ich weiß nicht, was es mich gebracht hat. Ich muss zugeben, sie hat mich beeindruckt. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Sich vorstellen. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Hartnäckig bleiben. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Sachlich. Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Sarkastisch. Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut.
Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Erinnerungen? Harter Kerl. Mittwoch, 19:42 Uhr. 57,86 Millimeter. Ein neuer Rätsel. Hinweis? Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Kraftwerk? Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Falle? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Prüfung? Was zur Hölle soll ich hier? Schmetterling. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Ein Schmetterling. Fabrik. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Ein Schmetterling. Da ist ein Schmetterling.
Autsch. Uh-oh. Kondensator? Elektrische Kondensatoren. Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Da rein muss ich, oder? Ah, da ist der Schmetterling. Uh-oh. Gefühl? Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Selbstmord? Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das ist Selbstmord. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Schmetterling. Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Wohin zeigt das? Nach links. Okay, Streichholz. Nach links. Es ist so dunkel hier. Wo sind die Streichhölzer? Falle. Verdammtes Scheißrohr! Sean wird wegen mir sterben. Durchhalten. Reiß dich zusammen.
Los, Ethan. Durchhalten. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Ausgang? Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Nach links. Nach rechts. Ja, geschafft. Ein Luftzug. Ein kleiner Luftzug. Wenn ich herausfinde, woher er kommt, finde ich vielleicht zum Ausgang. Geschafft. Springen oder nicht springen? Scheiße. Ausgang? Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Keine Wahl. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Oh, Strom. Konzentrator? Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Schmetterling? Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Da sollte ich hin. Analyse? Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Blut? Ich muss mich konzentrieren. Die kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag. Blut? Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen. Weg. Die Abstände sind unterschiedlich. An manchen Kondensatoren könnte ich leichter vorbei. Letzte Prüfung? Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Scheint die letzte Prüfung vor dem Schmetterling zu sein. Berührung? Die Kondensatoren stehen unter Strom. Wenn ich sie berühre, bin ich erledigt. Aufgeben? Ich höre lieber auf, solange ich noch lebe. Ich rette Sean nicht, wenn ich hier sterbe. Ausgang? Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Kondensatoren? Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Co-Wart? Bleiben.
Okay, funktioniert nicht. Nein. Aber der hier. Auch nicht. Warum? Den hier? Auch nicht? Den hier. Auch nicht. Wo soll ich dann hin? Gehen. Oh, was habe ich gemacht? Das war's für mich. Nein, 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 ich wollte das nicht. Das wollte ich nicht. Okay Leute, werde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch meine Videos gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, das würde mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr von mir mehr sehen wollt, wisst ihr bisher, was ihr machen müsst, ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja Leute, da werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.